herzlich willkommen auf Timos Wanderblog-Kanal. Ich bin hier in Wermelskirchen, dem Startpunkt des Bergischen Streifzugs Nummer 5, und zwar des Eifgenbachwegs. Und wie hier im Flyer steht, verwunschene Mühlen, sagenumwobene Pfade und eine urwüchsige Natur machen eine Wanderung durch das Eifgenbachtal zu einem Erlebnis für alle Sinne. Zu entdecken gibt es dabei Spuren aus der Jungsteinzeit und vieles mehr. Ja, bin ich mal gespannt. Also bis gleich. Das ist also der Eifgenbach, der den Wanderer entlang des Weges begleitet. Also das ist ein richtig großer Zunderschwamm. Hier kommt ein sehr uriger Wegabschnitt zu Felsen. Da ist das rote Markierungszeichen mit der 5. Was man hier sehen kann, das ist die Bergermühle, und das wird als eines der ältesten Fachwerkhäuser im Bergischen Land bezeichnet. Wirklich sehr schön hier, sehr urig. Auf der Wanderung nach Neue Mühle in Wermelskirchen gekommen, und hier befindet sich auch ein Gasthof. Das also ist das Restaurant Neue Mühle. Sehr schönes Fachwerkhaus und Biergarten, doch leider ist heute Ruhetag. Pech gehabt, beim nächsten Mal. Thank you.
ursprünglich, ruhig alles. Wirklich sehr schön. Hier ist wieder ein sehr schöner pfadiger Abschnitt. Hier geht man wirklich auf Tuchfühlung zum Eifkenbach über so felsige Treppen. Cool. Zum Eifkenbach und am Eifkenbach entlang. Aber auch hier sehr reizvolle Pfade am Hang entlang. Ja, da unten ist er ja schon wieder. Man hört ihn plätschern. Schwenk mal. Wirklich cool. Also ich habe hier meinen Spaß heute. Die Sage vom goldenen Brei. Sagen und Märchen ranken sich um die alten Mühlen im Eifkenbachtal. So soll hier ein fleißiges Zwergenvolk gelebt haben. Die kleinen Wächter halfen den schwer arbeitenden Bewohnern des Tales bei ihrer täglichen Arbeit, sodass niemand Not leiden musste. Wanderung am Eifkenbachweg auf eine Forellenzucht gestoßen und habe mir da frischen Räucherfisch kaufen dürfen, obwohl eigentlich geschlossen ist. Dafür danke ich dem Eigentümer. Ja, da bin ich gespannt. Also wirklich eine sehr schöne Wanderung. Bei meiner Wanderung habe ich hier einen Stein entdeckt, in dem lauter kleine Meeresbewohner als Fossilien halt so abgebildet sind. Ich halte mal näher dran. Diese kleinen Ammoniten oder wie heißen die? Also das ist ja echt mal ein Kuriosum. Frisst der Baum jetzt das alte Schild? Was man hinter mir sehen kann, sind die Reste der Burscheider Talsperre, die es hier mal gegeben hat. Denn vor gar nicht allzu langer Zeit war es gar nicht so selbstverständlich, also eine Trinkwasserversorgung zu haben. Also bis 1880 haben die Leute sich überwiegend aus Brunnen, Bächen und Flüssen versorgt. Ja, und die wurde dann halt irgendwann stillgelegt und hat der Damm gebrochen, damit der Eifkenbach wieder seinen Weg nehmen kann. Aber man erfährt hier so viel, also ich bin begeistert. Also dieses Schild weist den Wanderer darauf hin, dass hier früher ein
vor 5500 Jahren schon halt Jäger und Sammler rumgezogen sind und den Wildwechsel hier an der Kleinen Dünn beobachtet haben. Also man konnte das durch Funde nachweisen. Leider sind die Fundplätze heute zerstört. Auf dem einen, also der eine Fundplatz liegt in der heutigen Dünntalsperre und der andere in Dabringhausen, da stehen heute Häuser drauf. Hier am ehemaligen Bökershammer soll wohl eine Umleitung sein, aber es ist auch nicht ganz klar, wie die jetzt verläuft. Keine Ersatzschilder oder so. Also, auch nicht so ganz ideal. Schauen wir mal. Also, liebe Zuschauer, was hinter mir sehen könnt, ist eine Hinweistafel zur Aifgenburg, also einer Ringwallanlage aus früher Zeit, die wirklich nur schemenhaft jetzt hier erkennbar ist durch den Wall, der hinter mir aufgetürmt ist. Und man sieht hier deutlich halt die Ringwallanlage. Und oben auf den Felssporen sind auch noch überall Gräben und Wälle. Steht hier auch da, hier auf. Und da, das war während der Wanderung auf dem Graf- und Mönchsweg, genau. Da habe ich da auch was zugesagt. Ja, also so verknüpft sich das dann alles, ne? Also hier hat man wirklich sehr viel zu lernen auf diesem Wanderweg und es ist wirklich sehr märchenhaft, urig und abwechslungsreich. Wirklich Daumen hoch. Warte ich schon mal am Bergischen Meer. Ganz deutlich die Rillen. Hier, die kann man auch im Feld sehen. Auf jeden Fall war hier mal der reiche Ozean. So, jetzt bin ich mal hier hochgegangen. Hier sieht man es ja ganz klassisch, ne? Das ist alter Meeresboden, so Sediment, Boden und der wurde halt dann durch, ja, durch die Arbeit der tektonischen Platten halt aufgefaltet. Steht jetzt so hoch. Die Rückseite war quasi schon, ohne jedes Bild, quasi schon eine Seite der Aifgenburg. Zeit für das Fazit. Also Daumen hoch, hat mir sehr gut gefallen, sehr abwechslungsreich. Gut, man hatte auch hier und da mal Wanderpilze, aber das ging auch topografisch gar nicht anders. Aber mich hat das gar nicht gestört, weil es wirklich trotzdem immer wieder auf Pfade ging. Also sehr abwechslungsreich, nach jeder Kurve was Neues. Und kann ich nur sehr weiterempfehlen. Es sind eigentlich nur noch 200-300 Meter da auf dem Wanderparkplatz, aber das brauche jetzt nicht, weil ich will da nach Altenberg noch zum Altenberger Dom. Alles klar, bis zum nächsten Mal auf Timos Wanderblog-Kanal.